Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir sind ja jetzt gestern vom Lungener See abgefahren. Weil wir eben da nicht stehen konnten wegen dem Ja. Radstand. Und da unser Endziel Zermatt war eigentlich, oder was heißt eigentlich, unser Endziel ist Zermatt, sind wir über den Grimselpass gefahren. Und das war eine einmalig schöne Fahrt, gell? Wasser fahren ist und so immer schön, aber beim Grimsel, also das war ganz, ich bin in das erste Mal gefahren und der war ganz toll zu fahren. Es war noch viel Schnee gelegen und wir haben uns dann den Luxus gegönnt und haben uns oben auf Passhöhe einen Parkplatz, einen Stellplatz gesucht und da haben wir dann mit schönen Ausblick übernachtet. So, ihr Lieben, wie ihr ja wisst, wenn wir in der Schweiz sind, was machen wir da? Natürlich, klar, wir machen Käsefondue. Tradition, ja. Ja, das gehört sich jetzt einfach so. Das muss einfach so sein. Außerdem schmeckt das sich einfach lecker. Und in der Zeit, in der wir jetzt hier alles so schön vorbereitet, da haben wir uns gedacht, da zeigen wir euch jetzt einfach mal die Fahrt, die wir hatten, als wir nämlich über den Grimselpass gefahren sind. Die war Genau. nämlich wunderschön. Das war sehr schön und vor allen Dingen, wir waren dann am Grimselpass sehr schön gestanden und da haben wir dann auch übernachtet und sind am nächsten Tag Richtung Matterhorn weitergefahren. Und zwar sind wir nach Gandak gefahren. Und da waren wir ja dann auf dem Campingplatz, mehrere Tage sogar. 3 Tage, Und also 3 Nächte, ja. das ist ja eigentlich für uns schon ganz schön eine Menge, oder? Oh ja. Ja, und da war es einfach schön. Und eben, wir waren ja auf dem Matterhorn. Aber das zeigen wir euch natürlich. Wir waren nicht auf dem Matterhorn. Wir Am waren kleinen auf dem Matterhorn waren wir sehr kleinen wohl. Matterhorn. Ja. Und ihr dürft mit, also keine Sorge, das ist gebucht und das ist alles schon bezahlt von uns. Ja. Ihr dürft mit im nächsten Video. Ja, genau. Jetzt geht es einfach nur um die Fahrt, um den schönen Grimselpass, auf den schönen Grimselpass, wo wir übernachtet haben. Und jetzt sind wir ja schon wieder auf der Heimfahrt. Ja. Und jetzt stehen wir nämlich auf dem Furka. Was? Nach Furka-Pass. 300 Meter Höhe, glaube ich, 2483 Ja. Meter. Und da stehen wir jetzt. Draußen rauschen noch die Motorräder vorbei, aber das wird sich bald legen, wenn es dunkel wird. Das ist ein ganz schöner Verkehr hier, Ja, ja. ja. Also das scheint eine sehr beliebte Strecke für Motorradfahrer zu sein. Ja. Aber wir gönnen uns den Luxus und übernachten hier bei einer wunderschönen Aussicht. Ja, und von die Strecke von auf der Strecke, wo wir von Randa, also vom Campingplatz weggefahren sind, sind wir sogar noch an einer Hängebrücke vorbei. Und wir sind nicht nur vorbeigefahren, der Helle hat spontan das Lenkrad rumgerissen. Das hätte er da mal sehen sollen, so schnell konnte man gar nicht gucken. Ich Und musste schon unbedingt. standen wir auf dem Parkplatz. Und natürlich sind wir da drüber. Und eben, ich denke, das zeigen wir euch jetzt mal, oder? Was hältst du davon, Wille? Ich finde es sehr gut. Ich frage mich nur, wo war das Brot gelegen? War das in der Spüle gelegen? Nein, natürlich nicht. Weil es hier ein bisschen feucht ist. Das lag hier. Wenn ich das alles selber mache. Da lachen ja die Hühner. So, also ich würde sagen, wir bereiten jetzt alles hier Ja, vor. genau. Und wenn dann alles soweit fertig ist, weil eben, ihr seht, das macht ganz schön Arbeit, Helmut, das musst du alles noch zerreißen. Das Ein zerreißen wir bisschen, dann kleiner. vor Ort. Also das tun wir jetzt dann nicht diskutieren Also. vor allen Leuten hier. Also, dann pack mal den Rest wieder ein, weil das sieht nämlich sehr viel aus.
Und wenn es uns nicht reicht, können wir immer noch mal was aufschneiden. Das ist reicht, wir sind nur zu zweit. Oder möchtest du unsere Zuschauer jetzt nur alle einladen? Nein. Dann hätten wir, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Ja. Also, es reicht. Lass es dir gesagt sein, es reicht. Also, wollt ihr noch mal kurz sehen, was die Ursi da zusammen rührt? Ja. Ich zeige es dir jetzt einfach, den ich Käse. Zeig's euch noch mal. Oh, das Video ist runtergefallen. Wir hoffen, der Ton war halbwegs. Oder nehmen wir euch mal mit zu Ursi. Da seht ihr, was ihr zusammen rührt. Ja, der Käse, der muss jetzt natürlich geschmolzen werden. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt erst einmal von euch. Ja? Ja, Ursi? Ja, klar. Schaut euch in Ruhe die Fahrt über den Grimselpass aus. Lasst euch Zeit. Grimselpass. Ja, lasst euch Zeit, weil wir essen jetzt schon so erst einmal unser Käse von in Ruhe. Ja, dann melden wir uns von euch. Bereiten wir jetzt erstmal vor und dann melden wir uns, wenn alles soweit fertig ist. Dann also, wenn die Ursi sagt, dann fahrt ihr jetzt in Ruhe über den Grimselpass und wir bereiten alles vor. So genau, machen wir das. Genau, so machen wir das. Einverstanden? Okay. Mhm. Ja. Thank you.
Wo sind die Gäste? Sind schon fertig? Die Gäste sind fertig, wie meinst du jetzt? Die Zuschauer sind fertig. Die Zuschauer? Die Gäste sind ja wir. Ach so, du meinst, die haben den Grimselpass schon angeschaut? Ja. Ach ja, okay. Ja, also hier ist auch alles fertig, so wie also. Das aussieht, gell? Also ja, dann stoßen wir ja schon mal an, oder? Das ist der Wein vom ersten Hof, den wir besucht haben in der Schweiz. Mm. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Aha. Der schmeckt wirklich hervorragend. Jawohl. Ja. Und das ist der Schnaps, den wir besucht, den wir vom dritten Hof haben, den wir besucht haben. Genau, der dritte Hof. Die machen nämlich herrliche, leckere Schnäpse. Und die Eier, die wir ja bekamen vom zweiten Hof, von den glücklichen Hühnern, die waren wirklich echt lecker. Die haben wir ja, wie ihr im Film gesehen habt, schon an Ort und Stelle zu Rührreif verarbeitet. Und jetzt... Jetzt die Brücke. Ja, die Hängebrücke. Die Hängebrücke sehen, das ist die Komsbrücke. Mhm. Ja. Und die überquert das Lammertal oder ganz so ähnlich. Ja, ja, sowas. Und ja, und Hunger, dann. Hunger. Ja, einen Moment. Und dann, ja, und dann seht ihr dann noch die Fahrt vom Furka-Pass. Jawohl. Mhm. Und das Matterhorn kommt dann im nächsten Video. Wir hoffen, ihr bleibt dann wieder dabei und wir hoffen, euch hat es jetzt hier dann soweit gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen hoch. Dann können wir euch leider nichts abgeben. Wir haben zu wenig dafür. Außerdem haben wir Hunger. Ja. Aber schaut euch jetzt das Video gerade zu Ende an, wie wir mutig über die Hängebrücke drüber gehen. Mhm. Und im nächsten Video kommt dann der Matterhorn. Ich bin nicht ganz verrückt. Ich sehe das Essen da und bin hungrig. Ja. Er kann es nicht mehr abwarten. Also deshalb machen wir jetzt einfach ja. Fertig. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt ein bisschen in Eile waren. Ja. Ja. Also mir sage ich jetzt auf jeden Fall mal Tschüss. Ja, und bis bald wieder. Ja. Am Matterhorn. Ja, genau. Oder halt dann irgendwann unser nächster Urlaub. Ja, irgendwo mal wieder. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall eins können wir euch wirklich sagen. Die Schweiz ist so schön. Ja. Macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Traust dich? Ich denke, ich probiere es, ja. Ich bin ja eigentlich schon schwindelfrei, aber man weiß ja nie. Die Ursi sagt, ich traue mich nicht, weil ich immer Höhenangst habe. Ja. Jetzt gehen wir gemeinsam, marschieren wir jetzt hier einfach rüber. Wenn ich an der Bade Ursi bin, dann kann mir ja nichts passieren. Ja. Mal abwarten und Tee trinken. Meine Frau passt auf mich auf. Jo. So, dann schauen wir doch mal, ob wir uns das trauen. Das ist schlimmer, als ich das gedacht habe. Augen zu und durch. Also so wie der Heli da steht, mit verzerrtem Gesicht. Ganz geheuer ist dir nicht, oder? Ich schlimmer als gedacht. Ja, gehst rüber, das sollen wir umdrehen. Wow. Ja, da muss ich mich ja wohl anschließen. Also es ist abartig. Man schaut da unten durch. Durch das Holz kann man durchschauen.
wir sind, bin ich drüber oder nicht. Tapfer warst du ja, ganz klasse. Und zurück geht's. Was ist tapfer dabei? Ach, ja klar, mir macht es wahrscheinlich weniger aus als dir. Du bist tapfer. Ja. 280 Meter ist die Brücke lang und 1,40 Meter breit. Das reicht zum Durchgehen. Oder was sagst du, Helle? Ja. Aber es geht nur 400 Kilogramm auf den Quadratmeter, also bleibt ja weg von mir. Oh ja, Abstand. Nur mal Helle geht auf den Quadratmeter. Ja, also dann lauf mal schön. Und der Helle wackelt, der wackelt und wie. So wie am Grimpselpass haben wir auch am Furkapass über Nacht gestanden und was wir herausgefunden haben, natürlich unverbindlich, ist, dass man ab der Baumgrenze in der Schweiz überall über Nacht stehen darf. Offensichtlich ist das bekannt und offensichtlich nehmen das auch andere Wohnmobilisten gerne in Anspruch, denn auch als wir am Furkapass aufgewacht sind, waren noch weitere Wohnmobile neben uns gestanden, so wie es uns schon am Grimpselpass gegangen ist. We'll be right back.
mich doch nochmal melde. Also der Furka-Pass runterzufahren ist gar nicht mal so ohne. Also da war jetzt nicht nur der Helle etwas gefordert, oder? Wie war die Fahrt für dich? War schon schön, aber teilweise ungesichert und steil runter und sehr eng. Also man kommt teilweise nicht aneinander vorbei. Und heute ist Wochenende. Massen von Motorrad- und Fahrradfahrern gehen hier hoch auf den Furka. Also wenn ihr den fahren wollt, ist es wahrscheinlich empfehlenswert, unter der Woche zu fahren. Ich gehe davon aus, da ist nicht ganz so viel Verkehr. Aber es ist eine wunderschöne Fahrt. Ich meine, ich als Beifahrer muss auch für mich. Ja, okay. Helle sagt gerade für ihn auch, aber es war, glaube ich, schon ganz schön anstrengend, aber es war schön. Und jetzt sind wir unter. Und jetzt verabschiede ich mich natürlich und der Helle auch endgültig. Also, macht's gut.